So, hallo, wir machen weiter bei Super Smash Bros. Ultimate. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen normal und schwer. Ich werde weiterhin, glaube ich, erstmal mit schwer kämpfen und dann, wenn es mir zu schwer wird, auf einfach wechseln oder beziehungsweise bei Ass vielleicht wirklich ganz schnell auf einfach wechseln. Nicht auf einfach, auf normal wechseln. Gut, ach, da sind wir jetzt hier rausgekommen. Alles klar, da haben wir das Dojo freigeschaltet. Ich sehe eine Truhe, ich sehe eine Truhe. Wie komme ich denn an... Hä? Von hier oben runter müsste ich da ja irgendwie... Oh, da... Das geht halt. Cool. Ach, hier war der Pfeil. Habe ich nicht gesehen, siehst du? Gut, räumen wir hier noch auf. Wir bleiben auf schwer. Sollte machbar sein. Bereit? Los! Wer von denen ist denn Lucina? Ah, Palutena ist die mit den Flügeln. Aua. Aua. Pokéball. Oh, war eine Mine. Das läuft ja nicht so, wie ich das... Oh mein Gott. Ist das wirklich Profi? Habe ich mich verguckt und es ist Ass. Nicht sicher. Bereit. Gut, ich sollte vielleicht einfach für die Stage mal so einen Feuergeist auswählen. Alle zwei gegen eines nicht nett. Aua. Nein! Wie konnte ich das denn verfehlen? Oh wow, Lucina, Quatsch, Lucina nicht, aber Palutena hat sich schon mal verabschiedet. Aber ich mich auch gleich, das ist ein Problem. Nice. Halt, das gibt mir das Schwert. Bevor sie das hat. Nein, warum verfehle ich das denn? Yes! Sehr schön. Feuerangriffe hoch. Xianias Level weiter. Das ist gut. Aua! Entschuldigung. Gottes Willen. So. Damit komme ich an den Schalter, den wir schon gedrückt haben. Gut. Da haben wir was übersehen oder nicht gemacht. Dann können wir das jetzt vielleicht noch machen. Ach, das war die Brücke. Aber ich wüsste halt jetzt nicht mal, selbst wenn ich den Geist dabei habe, wie ich den hier einsetzen kann an der Brücke. Na? Das wüsste ich halt auch nicht. Ob ich den jetzt ausrüsten müsste, weil ich weiß, der Geist repariert mir eine Brücke. Hätte ich denn den Geist in eine Brücke reparieren? Boah, ey, der eine Brücke reparieren. Ach. Was für ein Geist könnte denn eine Brücke reparieren? Nee. Gut, vielleicht habe ich welche weggegeben, die jetzt gerade die Brücke reparieren könnten, aber... Nee, wüsste ich gerade nicht.
Na gut, dann kommen wir da nicht hin. Zu der Röhre, Entschuldigung, zu der Röhre kommen wir halt auch nicht. Ist hier noch irgendwas, was wir vergessen haben? Das meine ich, da komme ich halt auch nicht hin. Da komme ich auch nicht durch. Da habe ich irgendwo eine Abzweigung oder sowas verpasst. Ah, bei dem Pilzzeug haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Machen wir das doch mal. Profi läuft. Klebeboden läuft. Oder klebt er? Sei mal nicht so. Sei mal nicht. Hallo? Sei mal nicht so aggro drauf, Kollege. Abwehrschwächer, ja, das ist ja nett. Solange der Angriff nicht schwächer ist. Oh je. Mit dem Schwert kann er böse Dinge tun. Aber ich auch. Gewonnen! Neues Masterbälch-Tempo runter. Ah ja. Goldschicki. Profi. Na dann. Here we go. Ausdauer Smash. Auf Zeit. Er hat nur 50, ich hab 100. Ja. Easy, würde ich sagen. Was ist das denn Unfaires? Also ich meine, ich finde es ja auch unfair, wenn ich mehr KP, wenn ich weniger KP habe als der Gegner, aber... Ja gut, er haut ab, aber ist halt trotzdem unfair. Was ist das hier? Dann nehme ich es halt nicht. Na gut, ich kümmere mich lieber um ihn. Das ist wohl schlauer. Denn er greift ja gar nicht an. Sondern haut nur ab. Gewonnen! Mensch. War aber knapp, muss man gestehen, ja. Immun gegen Klebeböden sogar. Ui je. Immunität ist schon mal auch krass. Wobei der Klebeboden jetzt nicht so böse ist. Aber kann man auf jeden Fall einsetzen. Vor allem verglichen mit dem, was ich jetzt gerade drin habe, ist es halt, ne, schlauer. Da ist eine Truhe, da komme ich auch einfach hin. Was ist das denn? Yo! Damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug für die nächste Stufe. 41, jawohl. Also ich könnte mir holen das hier, verstärkt Schlag-Items. Oder Meteor-Smashes, die ich kaum einsetze. Oder Wandlungsdauer. Ah, okay. Das heißt, man bleibt länger zum Beispiel groß. Oder Angriffe hoch bei höherem, hohem Schadenswert kurzzeitig. Oder Item-Heilkraft. Am Ende wäre es ja gerne schön hier hinzukommen. Am Ende wäre es schön hier hinzukommen. Oh, das ist aber auch gut. Komm. Dann gehen wir in die Richtung weiter. Ist okay. Da ist.
Du sitzt Labyrinthien könnten, vielleicht kann sie einen Magiekundiger wachsen lassen. Ein Magiekundiger. Ja, aber wie. Das ist jetzt ja wieder die Frage, wie wähle ich denn jetzt hier den passenden Geist aus? Muss ich den dann im Team haben? Magie habe ich schon so dabei. Wo ist denn Magie? Ach, oder... Oh, ich bin ja dumm. Wir reden wahrscheinlich von den Hauptgeistern, nicht von denen hier, ne? Also wäre ich, müsste bei Xernias schauen. Oh, ich bin ja dumm. Er könnte doch vielleicht die Brücke reparieren. Muss ich gleich mal ausprobieren. So, wo ist Magie? Bist du ein Magier? Du bist ein Magier. Repariere mir die Brücke. Verdammt. Ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Ich probiere jetzt noch kurz die Brücke wegen dem anderen Typi da. Keine Ahnung, ob ich das Richtige dabei hätte. Aber das will ich noch... Nein. Ihn will ich noch kurz ausprobieren als Brückenreparatur-Typ. Zum Glück kann man hier schnell durchlaufen. Und vor allem falsch. Wo war denn diese... Da war die Brücke. Also wenn ich den richtigen dabei hätte, müsste er wahrscheinlich von selbst sich auslösen. Aber ich habe ihn dann wohl nicht dabei. Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Na gut, dann komme ich hier nicht ran. Schade. Magiekundiger. Man müsste halt mal rausfinden, woran das liegt. Also ob der Geist von selber praktisch sich dann auslöst, ob er ihn aktiviert haben muss oder. Na, da gibt es ja Varianten, das weiß ich alles noch nicht. Magiekundiger wachsen. Okay. Ein Asskampf. Mal, wir probieren es. Blöder Olimar. Beziehungsweise Alf steht da, nicht Olimar. Ist das dann das Duplo? Olimar? Was ist passiert? Oh, was? War ich so stark angeschlagen schon? Was war das denn? Bereit? Los! Nein. Oh, das war knapp. Wow. Ach, komm schon.
Oh, holy shit! Der haut ja ordentlich rein, du. Es ist doch nur einer. Kann doch nicht sein. Bereit? Los! Oh, warte, hab ich Xian jetzt wieder drin? Schon, oder? Alter! Niederlage fortsetzen! Ja, ich hab Xian jetzt wieder drin. Ah, die anderen sind vielleicht nicht so günstig. Na gut, wir machen es, wie ich es gesagt habe. Wenn es jetzt auch noch dauert und schwer ist, dann bin ich zufrieden. Wenn es jetzt zu einfach plötzlich ist, dann ist es so, nee. Aber ich glaube, so einfach wird es jetzt nicht. Das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Bereit? Los! Naja. Man merkt schon, dass man jetzt treffen kann, wo man vorher nicht hätte treffen können, so wirklich. Kann aber auch Zufall sein. Aber er ist auf jeden Fall halt auch nicht so heftig wie vorhin. Das merkt man schon. Ja, das hat sich jetzt wieder zu einfach angefühlt, aber naja, Schwerkraftschutz, okay. Alles halt so das Problem, was ich meine. Ihr seht's ja. Porenta. Falco Junior. Ja gut. Das muss auf schwer ja jetzt laufen. Und der Gegner hat eine Lipstick. Oh nein. Bitte Falco, setz deine Lipstick nicht ein. Mensch. Das war ja heftig. Hey, noch ein Lipstick-Item. Davon haben wir noch nicht genug. Schups. Was taucht hier denn alles auf? Vor dir liegt ein See, den du gerne überqueren würdest, doch ohne Boot und Steuermann wird das nichts. Okay, also ein Boot sehe ich. Ich kann kein Boot fahren, ja? Wo soll ich denn jetzt wissen, wer hier Boot fahren kann? Oh mein Gott. Kann er Boot fahren? Er ist Mechaniker, aber Boot kann er deswegen nicht fahren. Nein. Ist halt wieder die Frage, muss ich Geister erst wechseln, um festzustellen, dass sie etwas können, oder würde der Geist, wenn ich ihn dabei habe, automatisch ausgelöst werden? Das ist halt... Ich habe keine Ahnung, hier kann keiner Boot fahren. Nee, komm. So ein Quatsch. Wir machen erstmal weiter. Gut, und da komme ich auch nicht weiter. Wario-Team. Let's go.
Der Gegner setzt oft Sprintangriffe ein. Das soll er mal machen. Die Stage ist ja cool, by the way. Aua. So, Nummer 1 ist raus, Nummer 2 ist raus. Oh, ich bin raus. Ah, doch nicht. Gelogen. Und Nummer 2 ist auch doch nicht raus. Da habe ich auch. Okay, jetzt ist Nummer 2 und Nummer 3 raus. Ja gut, dann haben wir es ja. Gewonnen! Sehr schön. Hallo Football Chuck. Ah, 21 Minuten, okay. Da ist auch noch einer. Grill. Pummeluff. Junior, let's go. Ach, nachteiliger Geistertyp, weil sie Griff ist oder was? Pö. Sie ist Griff und ich bin Abwehr. Ist das richtig, dass Xerne jetzt Abwehr ist? Ich glaube ja. Irgendwie ist Griff gegenüber Abwehr effektiv, aber ganz ehrlich. Es ist Junior, ist völlig egal. Ja, wow. Pummeluff, ich zeig dir mal, wie man das macht. Na, so auch nicht. Ja, das war doch schon besser. Ah, geht so. Ah, ich komme nicht bis rüber. Siehst du, Pummeluff, so geht das. Grill. Grill hat einen Besen, aber Brot fahren kann das Viech auch nicht. So ein Link könnte halt zum Beispiel Brot fahren. Ich weiß nicht, was die meinen. Vielleicht brauche ich auch so einen Typ von Animal Crossing, der Brot fahren kann. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir hier den Abschnitt durch. Ist okay. Da ist noch was wir gar nicht gemacht haben. Gott, ich lasse die einzelnen Dinger mittendrin aus. Das ist ja auch total dumm. Ach, das sind noch mehr. Bayonetta. Let's go. Ich bin doch im Moment wieder auf schwer, ne? Nicht, dass ich hier Quatsch mache. Bayonetta in der Mario-Welt sieht auch irgendwie komisch aus. Aber was ist das für eine Mario-Welt? Paper Mario? Kenn ich gar nicht. Wie Unsichtbarkeit? Ich auch, oder was? Ich habe ja nichts dagegen, wenn der Gegner unsichtbar ist, aber ich möchte gerne mich sehen. Ah, danke schön. Hat trotzdem gereicht. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, aber... Gut, Cammy ist halt auch so ein Magier-Typ, ne? Kann Cammy vielleicht... Wobei, der halt, die halt eher Feuer schießt mit ihrem Quatsch. Ach! Jetzt erfahren wir das endlich mal. Dankeschön. Also, sobald ich den Geistertyp habe, wird mir gezeigt, was ich machen kann. Gut, haben wir das Problem geklärt. Sehr schön. Hab's ja noch gesagt, sie ist ein Geistertyp. Ein Magiertyp. Also gut, das ist wunderbar. Das heißt, wir erfahren immer, was los ist. Und schalten jetzt Olima frei. Ja, da will ich, den will ich unbedingt spielen. Nicht. Ihn verprügeln. Ich mag deine Spielreihe nicht. Gut, ich kenne sie kaum, aber ich mag sie trotzdem nicht. Ich mochte dich schon in Smash, in Brawl nicht. Ich mag dich auch hier nicht. Auch wenn du vielleicht ein guter Charakter wärst. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie mag ich dich einfach nicht. Nimm's nicht persönlich, okay? Cool. Au. Thank you.
dann komm halt nicht mehr hoch. Oh, er kommt wieder hoch. Ach komm. Ach komm. Ist das jetzt dein Ernst? Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Bereit? Los! Aber ich bin schon mal sehr froh, dass wir jetzt wissen, wie das mit den Geistern funktioniert. Hervorragend. Dann muss ich nie wieder überlegen und rumprobieren. Sondern einfach, wenn ich den Geist bekomme, wird mir gesagt, was los ist. Perfekt. Ja, wenn man das nicht weiß, ist man ja wirklich auf so, okay, vielleicht muss ich einfach den richtigen Geist wählen und dann probiert man ewig rum und verschwendet Zeit, die man gar nicht verschwenden würde, wenn man wüsste, wie es läuft. Jetzt wissen wir, wie es läuft, jetzt verschwenden wir die Zeit nicht mehr. Finde ich gut. Hallo? Oh, was? Vergiss es. Ich komme wieder. Ich komme wieder, mein Freund. Du nicht. Ah, Mist. Oh, oh. Aber rettungstechnisch hat er schon auch ordentlich, ne? Kann durch die Gegend fliegen. Nicht schlecht eigentlich. Nein! Ich hab's gesehen, er hat's aufgeladen. Nein! Kacke. Mann. Ja, seine Rettung ist cool. Da kommt er ganz schön weit hoch. Ha. Ich muss mich wohl mit Charakteren beschäftigen, die ich nicht mag. Au. Ich werde hier auf jeden Fall nicht jetzt auf normal umstellen. Den erledigen wir auf schwer. So weit kommt es noch. Nochmal, dass ich mich nicht von Olimar verprügeln. Sag ich ja. Ha, so. Das sind viele Lernjuwelen gewesen. Aber ich glaube, es reicht noch nicht für die 40. Apropos 40, nein, wir sind bei 30 Minuten. Alles gut. Gut, dann gehen wir noch zu dem... Da war ja noch so ein Viech. Oh, zwei sogar. Gravity Suit Samus. Okay. Erhöhte Schwerkraft für mich. Achso, und für sie nicht, weil sie den Gravity Suit trägt. Lel. Nützt dir aber auch nichts. Ich wüsste nicht, was der Nachteil ist von erhöhter Schwerkraft jetzt hier auf jeden Fall. Da fliege ich halt nicht so gut. Wow. Das ist ja eher ein Vorteil für mich. Aua. Ja gut, man fällt dafür vielleicht ein bisschen schneller runter. Ich habe verstanden, den Nachteil. Alles klar. Ups. Bereit? Los! Hätte man dran denken können, dass das sowas ist. Das war die falsche Taste. Das auch. Das nicht. Ach man. Oh, guck mal, ich habe hier was zum Werfen. Da ist es weg. Den schießt du besser nicht ab. Was du da aufgeladen hast, schießt du besser nicht ab. Dankeschön. Yay, Feuerbodenresistenz. Sehr schön. Noch einer. Ja gut, gucken wir mal, wie viele Lernjuwelen wir schon wieder haben. Sind ja doch ein paar zustande gekommen, zusammengekommen.
31. Ach, 50 brauche ich, keine 40. Was rede ich denn für einen Stuss? Und guck mal, der Shop ist schon wieder aktiv. Nee, gar nicht wahr. Das Dojo hat eine Meldung raus. Ausflug dauert noch, aber Dojo hat drei Ausrufezeichen. Dann gucken wir doch mal ins Dojo. Stil erlernt. Also kann ich die rausnehmen jetzt, ja? Aha. Und warum ist Evoli langsamer? So. Okay. Jetzt könnte ich andere da reinpacken, aber... Ich weiß halt auch nicht, was das jetzt... Jetzt können wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Ob die jetzt was anderes anzeigen, müssten sie ja. Das war zum Beispiel Arbok. Und ich weiß gar nicht, wer noch. Fuck. Arbok. Arbok. Ah, nee, es waren Primärgeister. Ich doof. Genau, und wo steht da jetzt? Wo sehe ich denn da jetzt den Unterschied? Ich sehe halt keinen Unterschied. Never mind. Die sind unterwegs. Ah, ist ja auch wurscht, ganz ehrlich. Also wurscht ist es nicht, weil es wahrscheinlich schon relevant, aber jetzt gerade ist es mir wurscht. Gut, was haben wir hier für einen Kampf? Schon wieder die Viecher. Okay. Aber auch hier steht jetzt nicht dort Profi oder sonst was. Es ist einfach ein Kampf. Na gut. Let's go. Drei komische Pikmin-Viecher. Doch nicht einer. Hä? Hat es nicht. Ach so. Das ist ein Bohrer gewesen. Das ist das, mit dem man starten kann auch. Ja, ist jetzt nicht so komplett verkehrt. Kann man vielleicht mal einsetzen, wenn man gegen mehrere kämpft? Tschüss. Oder auch nicht. So. Aktivitätsleitergeist. Was macht der jetzt? Neue Dinge. Hey, konnte ich das nicht vorher auch schon? Ach, das ist noch eine neue Erkundung. Ah. Schon wieder sowas. Ja. Keine Ahnung, er. Und keine Ahnung. So. Ich weiß doch auch nicht. Sind die anderen immer noch erschöpft? Ja, verdammt. Er. Und da hier. Ich habe jetzt überhaupt nicht auf Fähigkeiten geguckt. Wahrscheinlich schmeiße ich gerade Fähigkeiten raus, die ich eigentlich einsetzen wollen müsste im nächsten Abschnitt. Aber was soll's? Dauert eh nur 2 Stunden. Gut, diese Höhle dauert 6 Stunden. Ja, ist auch in Ordnung. Meinetwegen. Was auch immer. Wie komme ich da? Ach so. Topman. Mega Man Team Junior. Na go. Ja, komm. Als ob mich das aufhält gerade. Gerade sind es wieder viel zu einfache Gegner.
sind wieder im hinteren Abschnitt, ich sehe das schon. Au. Au. Was ist passiert? Flieg ich oder fliegt er? Er fliegt. Okay, alles klar. Ich starte mit einer Screw-Attack. Das ist mal interessant. Das ist mal interessant. Samus plus Topman wäre mal lustig. So, was haben wir hier? Ach, da geht's dann auch in die Stadt. Na gut. Junior. Ein richtiger Ring hier. Oh, man kann außen weiterspielen, okay. Wie weit geht das dann? Ah, wahrscheinlich bis an den Rand. Und es geht nicht nach unten, sondern nur nach draußen. Da muss ich aber aufpassen jetzt hier. Ja, genau deswegen. Niederlage fortsetzen. Genau deswegen. Warte, es ging um KP, richtig? Es hat mir die KP runtergezählt. Ah! Das macht für den Boxkampf auch viel mehr Sinn. Trotzdem kann ich ihn rausschleudern, wenn ich das möchte. Aber ich muss es halt nicht unbedingt jetzt hier herausfordern. Siehst du, genau deswegen. Das war halt Quatsch. Das war halt jetzt Quatsch. Ich hätte ihn haben können, aber ich wollte ihn unbedingt rausschleudern. Warum auch immer. Das war halt Blödsinn. Hühnchenarten. Au. Easy. Auch wieder Armangriffe, okay. So. Und die Stadt ist frei. Flop. Oh je. Oh je. Oh je. Oh mein Gott. Ach, das ist... Ah, da ist ein Schalter. Das ist dann der nächste Schalter für jenes. Okay. Um Himmel. Oh mein Gott, sind da... Ach, du Scheiße. Komme ich hier immer nicht durch. Gut, räumen wir erstmal den hier auf. Oh, Ass. Nicht sicher. Nicht sicher, das könnte schief laufen jetzt. Bereit? Los! Drei Pummelluft. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Okay, ciao. Alles klar. Ja, das lassen wir trotzdem so. Probieren geht über Studieren.
mal, ich flieg nicht sofort aus der Map. Trotzdem fühlt es sich schon wieder... Na, ich will nicht sagen zu einfach an, aber... Ja doch, irgendwie halt schon. Das ist so ein Hin und Her einfach. Wow, das ist auch stark. Das Viech aber ist ja auch Ass. Yay. Aber gleich wieder auf schwer gehen. Es ist halt so diese... Ihr merkt es, es ist immer diese Grad... Was ist das jetzt schon wieder? Ach so, Evoli ist fertig, natürlich. So, komm. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber hey. So. Tschüss. Also Dojo, keine Ahnung. Haben wir jetzt über 50? Nein. Noch lange nicht. Ich wollte erstens den Part beenden und zweitens erstmal kurz wieder rausgehen und den nächsten Kollegen abholen. Hey, Peach? 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 3, 2, 1, los! Sorry, Peach. Aber dein Mario ist in einem anderen Phase. Okay. Da sind schon wieder Dinge passiert. Yay. Gut. Dann nächstes Mal mehr hiervon. Danke fürs Zuschauen. Und ich muss auf schwer stellen wieder. Und tschüss.